Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of the Abyss, einem Bonus-Part. Denn in der Haupthalle gibt es jetzt einen neuen Gegner zu bekämpfen, und zwar ihn hier. Ja, dieses Schwert. Strategie habe ich umgebaut, meine Magier nach hinten sind sehr auf Magie fixiert, haben auch nur noch Angriffsmagie. Mehr dürfen sie gar nicht machen, nur Angriffsmagie. Jado genauso. Ja. Ich denke mal, mit dieser Taktik werde ich gewinnen. Und das wollte ich eigentlich vorlesen. Moment. Rüstung. I am Obsession. A lost soul trapped by desire unfulfilled, a rusted blade. Have you the power I desire? The strength to free me? Battle. If you do, then turn that strength upon me. So, Hauptziel hier im Kampf ist es für mich jetzt gerade, dieses Ding einfach nur, ich sag mal, blöde zu beschäftigen. Guy kann ruhig erstmal liegen bleiben. Ja, ich sollte dabei nur nicht sterben. Na komm, na. Tier, nicht in den Gegner rein. Das ist das Schlimmste, was du mir antun kannst, Tier. Zum Gegner rein. Der Gegner ist schon stark genug so. Nee, ich werde ihn nicht angreifen. So, ich werde diesen Moment nutzen. Warum rennt Jado jetzt gerade auf ihn zu? Ich weiß es nicht. Also, er hat 17.000 HP. Also, sein Angriff ist nicht zu verachten. Und deswegen sollten wir schön darauf achten, dass wir nicht zu viel Schaden einstecken. Und ihn eben auch beschäftigen, damit er nicht auf die Magier losgeht. Denn tote Magier nützen uns eben nichts, deswegen muss ich ihn hier beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, warum manchmal meine Magier auf ihn losgehen wollen unbedingt. Ein Overlimit von ihm nicht gut. Ein Overlimit von ihm tut uns sehr weh. Natürlich setze ich dabei weiter dann auf meine Phonikumnen. Schaden zu machen. Denn das ist ab bei unserem Level, das ist ziemlich beinahe das Einzige, was hier vernünftig Schaden macht gegen ihn. Denn wir kommen kaum dazu, ihn mal, ich sag mal, zu schocken, zu staggern, wie auch immer. Also wir können ihn kaum einfach mal festhalten. Und das ist dann eben definitiv angenehmer, wenn wir ihn so im Kampf begegnen. Nein. Da ich noch genügend Lebensflaschen habe, werde ich ab und zu mal dazu übergehen, Guy wiederzubeleben. In der Hoffnung, dass er dann ein bisschen... Oh, da haben wir ihn doch schon. Das ging doch schön. Und wie ihr seht, 3800 XP für ihn. Bonus XP nochmal 285. Maximale Trefferkombo waren 15, nicht viel. Wir erhalten 1000 Gold. Der Kampf hat fast 3 Minuten gedauert. Na gut, sagen wir eher 2 Minuten. Runden wir ab. Und wir kriegen fast 9 Great für diesen Kampf. Jado lernt Lucky End. Wie ihr seht, wir leveln auf Level 19. Wir skippen einfach mal ein paar Level. Jado kommt auf Level 18 und lernt, wie gesagt, Lucky End. Guy kommt auch auf Level 18, lernt den Skill Runaway. Und sie kommt auf Level 18, lernt Shadow Raid, Overlimit und Resist.
Na komm. Zeig uns was. At last, I have found the blade to free me. I shall await our next encounter. Until then. Und damit vanished er into thin air. Ja. Wir können uns jetzt ein bisschen heilen. Ihre Art werde ich erstmal anschalten, wobei ich hier wahrscheinlich nur die beiden Sachen aktiviere. Ja, das ist okay. Das brauche ich nicht. Das ist nett, aber das brauche ich nicht. First Aid wieder an. Donnerlanze, klar, warum nicht? Achso, brauche ich gar nicht anmachen. Ja, ist okay. Achso, lernen sie bald, oder was? Ach, egal. Hoppala. Achso. Okay, ja, Moonlight. Lernt er dann auch bald. Sie hat, wie war das, Shadow Raid gelernt hier. Und eine Serie brutale Angriffe, ne? Und die AD-Skills noch zum zeigen, denn dann sind wir fertig. Ja, Overlimit kennen wir ja mittlerweile. Er hatte Lucky End gelernt. Lucky End ist hier. Ja. Verringert die Zeit, die er im Prinzip nur zu rumsteht, nachdem er einen Spruch abgelassen hat. Klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber gut. Nachdem er einen Spruch benutzt hat, sagen wir es mal so. Hier, Runaway. Verringert die Zeit, die benötigt wird, um abzuhauen. Und wenn mehrere Charaktere das haben, erhöht sich die Effektivität. Bei ihr Overlimit kennen wir ja noch. Und was war das andere? Resist. Verhindert ab und zu Statuseffekte. So Leute, ich hoffe, dieser Bonus-Part hat euch gefallen. Ach, sogar noch ein Skit dazu war das. だったんだ今のは。そこら辺の魔物とは強さが違ったな。異様なフォにも感じたわ。普通の生物とは違う。おい、普通と違うって。幽霊とかかよ。まさか幽体には見えなかったぜ。違うよ。種族の幽霊じゃなくて人の怨念とかそういう。お化けの類のことか。そんなのいるわけないだろう。 Naja, wenn es sich verhält wie in Tales of Symphonia, gegrüßt seist du Final Messenger 13, der sich das hier sowieso nicht anguckt. Wenn es sich hierbei um so ein Ding handelt wie beim Schwertkämpfer aus Tales of Symphonia, dann werden wir so einem Ding noch öfters begegnen. Das war's erstmal für diesen kleinen optionalen Part mit meiner Taktik. Sehr viel Wegrennen beinhaltet für den Schwerttänzer. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.